Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Mein erster Rangkampf im Double. Live im Stream. Ich bin richtig bereit. Ich habe richtig Bock. Ich bin übel gespannt. Ich hoffe, ich krieg direkt den Irrlicht raus. Aber bei meinem Glück treffe ich dreimal hintereinander Irrlicht nicht. Ich wusste, dass er Dürre spielt. Er spielt Dürre und... wahrscheinlich ist das irgendein Solarbeam oder so ein Scheiß. Mogelieb auf Lilligant und Turbo-Tempo auf Quirtle, ne? Soll ich Terra-Typ machen? Terra-Turbo. Also erstens musst du schneller schreiben und zweitens musst du auf Deutsch schreiben. Kuscheln, Muscheln machen und links abbiegen. Du wirst unruhig. Ja, ich habe noch 2 Sekunden. Was? Der stirbt davon nicht. Ha, zurückgeschreckt. Eruption. Eruption geht doch nach KP, ne? Ha, ha. Rechte Hand und Turbo. Hohoho. Das gefällt mir. Hau die weg! Ha! Zurückgerufen, der Loser. Lilly ist speziell, okay. Mimikyu. Mimikyu kann ich aber irrlich draufhauen. Rechte Hand, ey, bitte Lilly, sei tot. Der muss tot sein. 50% mehr Schaden? Hau rein! Tschö! Ja! Da hast du den Loser gelesen. Geil! Ich mach Irrlicht auf den Mimikma. Ich kann ja nur Turbo-Tempo und das ist auf nichts wirkungslos und nicht sehr effektiv. Soll ich auswechseln? Turbo auf Lucario, aber es ist nicht sehr effektiv. Ich kann auch auswechseln. Nee, wechsel nicht. Hast halt die ganze Bag, okay. Alter, zieht das viel ab. Und Irrlicht trifft. Geil. Das ist mein allererster Kampf, ne? Ich werde zwar übel gecarried von Xerox. Okay, er hat Nahkampf. Gut. Ist halt so. Ich bin gespannt, ob er mit Knuddler jetzt das Zubiris killt, weil Zubiris ja diese komische Beere hat. Aber Beere plus Irrlicht. Verhöhner. Verhöhner macht er. So, Saltigant jetzt, ja? Oder Epitaph. Ich will jetzt, ja. Und Saltigant oder Epitaph? Und Salty rein. Rein mit dem Salty. Und schön der Shiny Flex. Immer schön der Shiny Flex. Und, I guess Body Press. Gerade ein bisschen schwierig, die Situation. Findest du? Ich bin noch übel in Vorteil, oder? Ah, der kann... Nee. Er kann Nahkampf. Soll ich Eisenabwehr, into Genesung oder direkt Body Press? Wird er mich killen mit einem Nahkampf? Warum Body Press rein? Body Press rein. Ich überlebe den Nahkampf. EVs, keine Ahnung. Musst du Xerox oder Beli fragen. Musst trusten. Haha, du Loser. Überlebt. Das war gar kein Schaden. Ach, jetzt kommt erst der Kostümspuk. Assi. Baba, baba. Oh, die Überreste. Die schmecken jetzt. Ich habe immer noch Wagemut in der Hinterhand. Das darf man auch nicht vergessen. Pökelsalz.
Pökelsalz. Oh, das schmeckt. Und Pökelsalz. Rein mit dem Pökelsalz. Rein mit dem Pökelsalz. Wird eingepökelt. Pökel. What? Jetzt sieht schlecht aus. Ich habe noch ein Pokémon. Und das ist doppelt schlecht. Oh, ich verliere das noch. Das sah so gut aus. Es sah so gut aus. Und er hat noch Terra. Sieht schwierig aus. Zornesfaust trifft beides, ne? Zornesfaust auf Mimikyu. Der Pökelsalz killt jetzt eh Dingsbums. Aber ja, hat Pizarro-Raum gemacht. Ich bin auf jeden Fall langsamer. Also ich bin auf jeden Fall als letzter dran. Ich muss jetzt zwei Attacken überleben. Beten. Betet alle mit. Nicht so schlimm. Hitzewelle könnte wehtun. Okay, Pökelsalz, 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 kill ihn. Pökelsalz. 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 Geil. Ich bin einfach ein Naturtalent. Ah, Pökelsalz war's. Pökelsalz. Alter, wieso ist Kürtel so stark? Okay. Okay, er wird safe Schwanzabwurf bringen und Pilzspur oder so ein Scheiß. Also Mogelhieb auf das? Oh Mann, ich bin so aufgeschmissen ohne Xerox. Ich würde Mogelhieb auf den machen und Turbo-Tempo auf den anderen. Der macht eh Schwanzabwurf. Mit Turbo-Tempo bin ich aber schneller. Ich mach das so. Turbo-Tempo, zack. Vielleicht bringt er auch ein Fee-Pokémon rein. Oh, wie geil! Bitte mach Schwanzabwurf. Bitte mach Schwanzabwurf. Schwanzabwurf? Nein, schade. Schwanzabwurf hätte ich aber sowas von gefühlt. Der heilt sich, der muss weg. Giftschleim. Giftschleim. Schafft Schmarotzer den? Hat der viel Angriff? Er ist aber bei dem Birding kaum dabei. Rechte Hand kann ich nicht machen. Schmarotzer rein. Oder ich mache einen Turbo-Tempel, ist er schon weg. Ist gefährlich. Ist gefährlich, was ich hier mache. Ich mach so. Ich weiß, ist dumm, aber ich will den erstmal weg haben. Er ruft den zurück. Hätte ich doch Schmarotzer auf den nächsten machen können. Rauhaut hat er bestimmt, ne? Dann ist die Multischuppe weg. Wenn er Rauhaut hat, scheiße. Ah, scheiße. Egal, dafür ist er jetzt direkt tot. Mit Turbo-Tempo. Pilzspore. Er schläft. Ich habe einen Verhöhner gefressen, Beli.
Michi, frag mal auf dem Discord bitte. Ich wusste, dass er Pilzspore hat. Ich hätte den sofort wegballern sollen. Das killt mich nicht mal. Lol. Ich muss einfach believen. Da sind wir wieder dabei. Ich muss believen, dass Dragoran jetzt aufwacht. Pilzspore. Er will einfach alles einschläfern. Ich muss richtig hart belieben. Ich muss so hart belieben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie lange hält Verhöhner eigentlich für immer? Belief! Ja! Weil wir belieft haben! Wir belieben! Belieben ist das einzig Wahre! Verhöhner wirkt nicht mehr. Weg mit denen. Einfach weg mit denen. Shiox, vielen Dank für den Follow. Hier ist der Pokémon-Trainer, den ihr braucht, Leute. Ich habe noch Karten zu verkaufen, wer bei meinem Training mitmachen möchte. Wer von mir gecoacht werden möchte, wie er jedes Battle gewinnt. Es gibt noch ein paar Karten zu kaufen von meinem 24-Stunden-Crash-Kurs. Jetzt weiß ich, wieso ihr die Musik haben wolltet. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Wenn es zu laut ist, sag Bescheid, ne? Ich würde sagen Eisenabwehr und Wagemut. Xerox, I need you. Die Musik geht mega ab, ne? Ja. Pökelsalz auf Saltigant. Und dann, ich will Wagemut irgendwas sofort wegballern. Komm, schnell. Ich hau sonst Wagemut auf, ich mach's, ist mir egal, weg, geh einfach weg. Und wer ist der jetzt? Jetzt kommt Zubiris. Eingepökelt habe ich ihn. Eingepökelt. Tarnstein. Jetzt wäre Mopex mit Plateauschuhe übel gut gewesen. Und Dragoran, der jetzt reinkommt, wird richtig Aua haben. Pökelsalz ist ja krass. Zubiris, ne? Und den halt geblockt, ja. Wenn Musik zu laut ist, sag Bescheid, ne? Dragon Knight? Der hat gerade die Steine rausgehauen, ne? Zubiris aber auch fein. Soll ich Pökelsalz direkt auf Pamo machen? Terra auf Salty und Iron Death. Und er liegt auf Pamo. Saltigant ist Terra Pflanze.
Alter, die Musik geht da übel ab. Jetzt kannst du Iron Defense spammen. Spammen wir Iron Defense. Und ihr liegt auf Saltigans. Sorry Shiox, da schwöre ich auf Xerox. Nee. Saltigant ist immun. Er wechselt aus. Ich bin einfach in seinem Kopf. Ich bin in seinem Kopf, Leute. Ihr versteht das nicht. Ihr versteht das nicht. Ihr müsst so denken wie ich. Ihr müsst im Kopf vom Gegner sein. Weiß nicht, was das kann. Farigiraf ist wieder fit und kampfbereit? Was? Ich mach Pökelsalzo auf Dragoran, oder? Echte Half-Life? Kann er Mon wiederbeleben? Ach, das ist eine Attacke. Jo. Pökelsalz auf Dragoran. Tschö. Und hier mache ich beide und rechte Hand. Rechte Hand. Ja, das ist es. Ich sehe es doch, dass das ist. Es kann einmal im Kampf ein Pokémon wiederbeleben. Crazy. Für einen Pro-Player hält. Ja. Wenn er das wüsste, ich sage es dir. Der würde schreien, der hätte schon aufgegeben. Wenn er wüsste, dass er hier gegen den E-Sportler Lu rechte Hand und Pökelsalz rein da. Rein da in die Masse. Knuddler macht nur Hälfte Schaden. Ach, das ist ein Loser. Ich brauche richtige Gegner, Leute. Oh, der Schaden. Der Schaden. Er hat einen D verarscht. Ich würde jetzt mal einen Bodypress auf der Saltigant da machen, weil mir das auf den Sack geht. Farid, ich habe keine Ahnung, was wir dagegen machen. Kopierkraut, der hat jetzt meine Statusveränderung. Bodypress und Schmarotzo auf Farid, Giraffe. Okay, Farid, Giraffe muss weg. Farigiraf muss weg, ich merke das schon. Weg! Teaser, ja, danke dir. Ne, mach Pökelsalz auf Farigiraf. Jetzt habe ich schon Bodypress gemacht. Weg mit dem. Weg mit dem. Ich bin plus 6, der muss weg sein. Der muss weg sein. Den Kopierkraut wäre dann Pökelsalz besser gewesen. Scheiße. Bam! Bam!
Ich mach jetzt noch mal ein Irrlicht, ne? Farigiraf ist ein Loser. Ja! Ich sag, er gibt jetzt auf. Obwohl voll assi, ne? Dass ich mein Epitaph geopfert habe und dann wurde sein Ding einfach wiederbelebt. Irgendwie finde ich das assi. Ich mache nochmal Pökelsalz auf Dragoran, oder? Oder lieber Body Press. Damit der weg ist. Oh ja, ich hau den weg. Ich hau den weg. Und rechte Hand. Damit er auf jeden Fall weg ist. Wenn er mich jetzt ein eist, bin ich sauer. Nicht. Okay. Tschö. Wenn ich den zappeln würde. Oh, jetzt kann endlich mal Dragoran reinkommen. Den wollen wir doch die ganze Zeit schon sehen. Broken, was soll man sagen? Die Steine tun so weh, ne? Für der Mucke wie ich. Ich, Xerox, ich. Er besiegt einen Asiaten. Ja, habe ich schon geschafft. Bam, wieder gewonnen. Hier. Hier. Der Pro-Gamer. Seht ihr den? Ah, drei Wins in Folge. Drei Wins in Folge, was soll ich sagen?